2021. Zeit für etwas Besonderes, etwas Neues im Hause Lang & Heine. 20 Jahre lang fertigt die Manufaktur nun feinste Zeitmesser in Handarbeit und mit höchstem Anspruch. Gemäß diesem Motto freuen wir uns sehr, das jüngste Familienmitglied vorstellen zu dürfen. Hector. Kühn und stark, wie der Namensvetter in der griechischen Mythologie der Auftritt. Stark limitiert auf je 33 Stück in den Ziffernblattfarben Blau, Grau und Grün. Die erste Uhr aus unserem Hause, rein als Stahluhr konstruiert mit voll integriertem Metallband, ermöglicht den Freunden unserer Manufaktur völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten. Erleben Sie mit uns die neue Kollektion. Auch Sie, Born in Saxony. Von der Idee und einem weißen Blatt Papier über Konstruktion, eigener Teilefertigung, anspruchsvollsten Finish hin zu präzisester Montage entstehen unsere Preziosen an unserem Standort in Dresden. All die Begeisterung, das Wissen und Können der Meisteruhrmacher und Ausnahmetalente ihres Metiers fließen in unsere Produkte. Sächsische Uhrmacherkunst zeitgenössisch interpretiert. Dafür steht Lang & Heine. Bei der Gestaltung der Hector waren zwei Designelemente für uns ein Schwerpunkt. Einmal die dominierenden Petticoat-Loben des Uhrwerkes. Die wollten wir natürlich für den Kunden sichtbar auch nach vorn holen und haben uns deshalb entschlossen, den Stundenkloben im Zifferblatt sichtbar zu machen, sodass man auch einen kleinen Blick in das Zahnradgetriebe gewinnt. Auch finden wir es wieder in der Zeigerform. Und mit etwas Fantasie auch in den durch die Phasen taillierten Gliedern des Armbandes. Das zweite Designelement ist das H vom Namen Hector. Damit haben wir einmal eine Vorlage gehabt, um die Indexe zu gestalten, und wir konnten diesen Zwischenraum schon mit der Subluminova Leuchtmasse ausfüllen. Die Zeiger und Indexe sind mit Superluminova ausgelegt und man kann die Uhr daher gut nachts ablesen. Die für Lang & Heine typische dreihörnige Bandanbindung bestimmt in ihrer Fortsetzung auch die Gliederung des Armbandes. Das Armband wird sehr benutzerfreundlich mit einer Doppelfaltschließe verschlossen, die zusätzlich durch seitliche Drücker gesichert wird. In unserer Uhr tickt ein im Haus gefertigtes Handaufzugsuhrwerk, was einen Durchmesser von 33 mm hat und mindestens 48 Stunden sicher läuft. Seine Unruhe, die 6 Regulierexzenter hat, schwingt mit 3 Hertz und wir können sie sowohl mit den Exzentern als auch mit dem Rücker fein einstellen. Jedes Rad und die Unruhe haben einzelne Globen, jeweils in dieser Petticoat-Form. Und dadurch kann man natürlich sehr schön den Lauf des Uhrwerkes beobachten. Es ist alles sehr offen. Das komplette Uhrwerk, also das Gestell und auch das Räderwerk, bestehen aus dem Material R-Cup. Dieses Material ist durch seinen hohen Nickelanteil sehr korrosionsbeständig und wir müssen keine extra galvanische Beschichtung aufbringen. Außerdem hat das Material eine hohe Festigkeit und wir hoffen, dass es sehr dazu beiträgt, dass unsere Uhr ein langes Leben hat und ihrem Besitzer viele frohe Stunden schenken kann.